Hier liegt was, kann ich das aufsammeln? Das Buch. Ah, okay, das Tagebuch kann man lesen. Nach zwei Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft, ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Botschafter, erste Eindrücke, eine alte Schriftrolle. Es müssen die Erinnerungen des chinesischen Botschafters an seinen Besuch am Hofe der Sonnenkönigin sein. Okay, also der fand Himiko auch nicht so rauschen. Hier sind überall Pfeile, das macht mir Angst. Denn wenn hier überall Pfeile sind, dann muss auch irgendwas hier sein, wo es anzugreifen gilt. Ja, Wölfe. Fantastisch, Wölfe. Da drüben liegt auch etwas. Wie kommen wir nur, wie kommen wir da hin? Dort über die Kante. Oh ne. Oh. Dann hier auf die Kiste drauf. Okay, hier gibt es noch mehr von diesen Geocoaches-Münzen. Wir gehen hier weiter, kommen wir hier. Irgendwie dann auch rauf und raus. Ich meine, das ist zu, aber wie geht's auf? Irgendwie muss man da hinkommen. Noch mehr Pfeile. Hm. Dann können wir jetzt auch hier noch eins hoch. Da. Okay, aber hier ist, so wie es aussieht, nichts oder erst später irgendwas. Wenn ich mir angucke, wie viele von diesen Seilrollen hier überall sind. Dann haben wir hier auch noch mehr Geocoaches, da kommen wir nicht rüber. Tiereier, okay.
das ist anscheinend zu. Wo? Eine Seilrutsche für darüber. Nicht hoch. Okay. Hallo? Die ganze Welt geht hier um. Irgendwas ist auf jeden Fall noch mit den Seilen und Seilpfeilen oder sonstiges in die Richtung. Da hoch können wir nicht, also müssen wir. Ah, oh. Das hat wie getan. Okay, also hier wieder hoch. Habe ich jetzt die einzige Chance vertan, darüber zu kommen, oder bin ich einfach nur. Ich bin einfach nur zu früh gesprungen. So. Da unten ist aber auch noch mal ein Tempel oder etwas in die Richtung. Das heißt, wir haben einmal da unten einen Tempel der Sonnengöttin. Und da vorne das mit dem Wolfsrudel. Glaube, wir gucken uns erstmal das da drüben an. Zugängliches Grab, Kletterausrüstung benötigt. Okay. Aber wir wissen, dass es da ist. Ich will nur den Rucksack, sonst nichts.
Okay, das muss ja jetzt eine Zwischensequenz geben. Jetzt zurück zu Ross damit. Wäre auch zu einfach gewesen. Da und hier ging's raus. Dürfen wir denn jetzt raus oder kommt noch mehr Wölfe? Okay, da hoch geht's sowieso nicht, also hoch runter mit der Seilrutsche. Wir müssen Roth helfen. Die Frage ist, können wir dem jetzt gleich einfach helfen? Okay, das große Höhespringen tut weh. Aber die liebe Lara erholt sich hier ja sehr schnell wieder. Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Jetzt das Kletter aus Ausrüstungszeugs, wo wir doch die Höhle brauchen. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Okay. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ich komme da rauf. Okay, wir brauchen das noch einmal machen, danach macht es von alleine.
Aber weil wir üben, machen wir das jetzt. Weil wir üben sollen. Kann ja nicht schaden. Hier haben sie extra diesen Stacheldraht gemacht, damit wir da nicht hin. Können wir aber jetzt in das Grab gehen, weil wir jetzt die nötige Kletterausrüstung haben. Und mit der Fackel zusammen kann man nur Schusswaffen benutzen. Der Unwürdigen. Okay. Ich dachte, in so einem Grab wäre dann auch was zu finden. Oder ein Rätsel. Okay, das ist wieder nur zum Schubsen, das kommt wahrscheinlich auch wieder zurück. Oh nein. Ja, die sind zum Anzünden. Das haben wir ja schon. Da oben ist zum Klettern. Ah, hier können wir unsere Fackel anzünden.